Am nördlichsten Punkt der Halbinsel Vito liegt Kap Arkona, eines der Wahrzeichen der Insel Rügen und einer ihren meistbesuchten Sehenswürdigkeiten. Die Anziehungskraft des Kaps resultiert aus der einzigartigen Kombination von schroffen Steilufern, aufgewühltem Meer und karger Küstenvegetation. Der Königstuhl ist mit 117 Meter der höchste Kreidefelsen Rügens. Jährlich pilgern Hunderttausende Touristen dorthin. Woher die Plattform allerdings den Namen hat, ist bislang unklar. Preußenkönig Wilhelm I. oder Schwedenkönig Karl XII. Sollen dabei Pate gestanden haben. Wenn man auf Rügen ist, sollte man sich die Störtebeker Festspiele in Ralstik anschauen. Bereits in den 60er Jahren wurde die Geschichte des Seeräubers auf der einzigartigen Naturbühne aufgeführt. Schon auf See zum Abschluss unseres Feuerwerks unser Pyrotechniker Fred Bräutigam, Jörg Meister, Arko Schlenker, Soltan Donko, Laszlo Roman und Gabor Duck. Als unterhaltsame Gaukler und Jongleure präsentierten sich Jochen Falk und Thomas Endel. Jede Vorstellung endet mit einem Feuerwerk.